Hallo und willkommen zu einer neuen Woche hier bei uns bei der Hessenschau. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und zum Start in die Woche hat uns das Wetter fest im Griff. Einerseits mit viel Schnee und wenn man schon nicht mit dem Auto vorankommt, dann eben Skier anschnallen und los geht's. Oder wie hier weiter im Süden einfach ab aufs Wasser. Das Wetter macht kreativ. Ja, und wie war das eigentlich nochmal mit dem Kumulieren und Panaschieren bei der Kommunalwahl? Das fragen sich gerade viele in Hessen. Wir klären auf. Schnee und Eis haben Hessen mit voller Wucht getroffen, vor allem den Norden. Wer heute mit dem Auto oder auch mit der Bahn unterwegs war, hatte jedenfalls keinen Spaß. Autos sind in den Schneemassen versunken, Autobahnen waren gesperrt, kilometerlange Staus bei der eisigen Kälte und auch der Bus- und Bahnverkehr ist teilweise lahmgelegt. Selbst Räumfahrzeuge hatten Probleme voranzukommen. Also Winterwetter extrem. Für sie kein guter Wochenstart. Der viele Neuschnee hat für katastrophale Zustände im Berufsverkehr gesorgt. Durch glatte Straßen kommt es zu Unfällen, so wie hier auf der A44 bei Kassel. Mehrere Autobahnen müssen gesperrt werden. Besonders betroffen die A4 und die A7. Hier stauen sich vor allem Lkw auf 40 Kilometer. Die Fahrer sitzen mehrere Stunden lang fest. Wir haben bereits schon in der Nacht und dann auch im Laufe des heutigen Morgens zahlreiche Meldungen dann auch von den Autobahnen insbesondere bekommen über querstehende Lkw und Verkehrsbehinderungen durch Fahrzeuge, die da einfach nicht mehr vorwärts kommen. Entsprechend hat es der Räumdienst dann natürlich auch schwer, da durchzukommen, weil einfach ein gerade Ausfahren da mitunter gar nicht mehr möglich war. Nordhessen versinkt im Schnee. Bis zu 25 cm sind über Nacht in und um Kassel zusätzlich vom Himmel gefallen. Vorwärtskommen fast unmöglich. Auch in der Stadt Kassel. Selbst Räumfahrzeuge fahren sich fest. Wolfgang Burkhardt hat solche Schneemassen schon lange nicht mehr gesehen. Guck mal das an. Ist das irre. In den 80er Jahren hatten wir das letzte Mal so viel Schnee. Etwa einen halben Meter. Da sind wir hier in den Straßen Langlauf gefahren. Und jetzt freue ich mich, dass wir das mal wieder erleben dürfen. Die einen freut's, die anderen nervt's. Unter den Schneemassen leidet der Bus- und Bahnverkehr. Zahlreiche Verbindungen fallen aus. Laut der städtischen Verkehrsbetriebe bleiben alle Busse und Bahnen in den Depots. Der Betrieb könne voraussichtlich frühestens ab Mittwoch wieder anlaufen. Christian Donner will eigentlich nach Bayern. Es fährt einfach nichts. Die Deutsche Bahn sagt, es fährt. Und der Regionalzug sagt, es fährt einfach nichts. Die haben es nicht abgestimmt und dann stehen eine Menge netter Menschen am Bahnhof und wissen nicht, wie sie jetzt von A nach B kommen. Stefan Pohlmann will helfen, dass der Verkehr wieder in Gang kommt. Zumindest in der Stadt. Seit 4 Uhr heute Morgen ist er im Einsatz. Der Müll wird in Kassel heute nicht abgeholt. Dafür packen er und seine Kollegen beim Schneeschippen mit an. Ich sag mal, wenn man da fertig ist, kann man da wieder anfangen. Ne? Machen wir jetzt. Jetzt sind wir einmal rum. Jetzt fangen wir oben beim Elisabeth Krankenhaus, was ist, fangen wir jetzt wieder an. Ne? Dann fährt man die nächste Runde halt. Ne? So, ja, halt ein, kann man halt nicht ändern. Egal ob Reisende, Taxi oder Paketdienstfahrer, wer sich heute vom Fleck bewegen will, hat es schwer in Nordhessen. Die Hauptstraßen sind alle los, befahrbar. Aber die Seitenstraßen sind eine Katastrophe. Da kann man sich nicht so zutrauen, einfach dahin zu fahren. Ja. Wie jetzt hier zum Beispiel. Ne? Tiefschnee in Kassel. Das lässt Gedanken an den Jahrhundertwinter in den 70er Jahren wach werden. Mir wurde immer berichtet, wie das dann im Jahr 78, 79 war. Und ich bin ganz gespannt, das einfach so selber mal zu erfahren. Ob das dann jetzt auch wirklich so war, das interessiert mich natürlich. Aber da muss ich dann nochmal meine Mutter fragen. Ungewohnt so viel Schnee und riskant. Angestellte, beispielsweise in Pflegeberufen, kommen kaum zu ihren Klienten. Die sind aber auf Hilfe angewiesen. Nadine Klerke-Scheier hat alle Hände voll zu tun, um die wichtigsten Fälle zu koordinieren. Mitarbeiter, die ortsnah wohnen, versuchen dann halt da die Kunden zu versorgen. Wenn es nicht anders geht, auch zu Fuß, für jemanden, der in der Nähe wohnt. Nur zu Fuß ist auch Wolfgang Burkhardt unterwegs. Noch ein bisschen Schnee beiseite räumen, dann reicht's erstmal. Das ist extrem, aber ich finde es wunderschön. Extremes Wetter muss man halt eben genießen. Da bleibt das Auto stehen, wird nur vom Eise befreit. An diesen Tag wird sich der Kasseler noch lange erinnern. Der tiefe Winter bleibt Nordhessen vorerst erhalten. Neuer Schnee ist gerade im Anmarsch. Außerdem gehen die Temperaturen noch weiter in den Keller.
Ja, kalt ist es jetzt schon. Und unsere Frau draußen in der Kälte ist Anna Schlieter. Und die steht bei der Autobahnmeisterei in Baunatal. Ja, die hat doch bestimmt gerade eine Menge zu tun, oder Anna? Das ist auf jeden Fall so. Seit Samstag sind die Mitarbeiter hier unterwegs, und zwar 24 Stunden, also rund um die Uhr. 300 Kilometer Autobahnen haben sie eis- und schneefrei zu halten, also eine Mammutaufgabe, kann man sagen. Bernhard Klöpfel ist der Leiter der Außenstelle Kassel. Herr Klöpfel, wie ist denn aktuell die Situation? Ja, wir haben hier rund um Kassel, wie Sie sehen, wieder einschätzende Schneefälle. Ich kann aber sagen, die Autobahnen hier rund um Kassel, das heißt konkret die A7, die A49 und auch die A44 sind frei und befahrbar. Probleme haben wir noch weiter südlich auf der A7 im Bereich Niederaula. Da gibt es immer noch querstehende LKWs, die zurzeit zusammen mit Polizei und THW abgeschleppt werden. Aber ich bin da auch guter Hoffnung, dass wir im Laufe der Nacht wieder alles frei haben werden. Ja, das ist ja eine gar nicht so einfache Aufgabe bei den Schneefällen. Was sind denn die Schwierigkeiten im Moment, wenn Ihre Mitarbeiter rausfahren? Die Situation ist ja, dass wir seit Samstag durchgehend Schneefälle haben. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ging es noch, und auch am Sonntag hatten wir die Situation im Griff. Aber dann hatten wir weitere 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee, und dann haben sich die LKWs hier in den Höhenlagen, in den sogenannten Kasseler Bergen, die wir hier haben, festgefahren auf allen drei Fahrstreifen, sodass unsere Räume und Streufahrzeuge dann auch nicht mehr durchgekommen sind. Und das war die ganz besondere Herausforderung, die wir heute über den Tag meistern mussten. So viel Schnee auf einmal, ist das für Sie Alltag? Passiert das jeden Winter oder ist das für Sie auch was Besonderes? Ich habe mich mal hier mit den Kollegen hier auf der Autobahnmeisterei darüber unterhalten, und die versichern mir, dass also die letzten 10 Jahre eine solche Ausnahmesituation, und wir hatten ja wirklich Unwetterwarnungen, Katastrophenmeldungen in den letzten Tagen, haben wir nicht gehabt. Also insoweit ist es für uns wirklich eine ganz, ganz besondere Herausforderung. Ja, jetzt fängt es ja wieder an zu schneien gerade. Ist denn eigentlich das Gröbste geschafft oder wie geht es jetzt weiter? Wie Sie hier auf dem Hof hier sehen, läuft ja der Betrieb im 24-Stunden-Rhythmus. Das wird also heute Nacht auch so sein. Das heißt, auch heute Nacht sind wir mit sämtlichen Fahrzeugen, die wir haben, auf dieser Meisterei, aber auch mit allen anderen Meistereien um uns herum unterwegs. Auch die Mannschaft ist voll besetzt, um die Autobahnen freizuhalten. Und das denke, das wird uns auch gelingen heute Nacht. Wie sieht es mit Ihrer Familie aus? Wie lange haben Sie die nicht mehr gesehen? Wie sieht es mit Ihrem Fahrrad aus? Ist das jetzt so gerade die Hochzeit wahrscheinlich, oder? Ich muss das wirklich sagen, und ein großes Lob an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die leisten hier wirklich eine ganz besondere Arbeit. Ich war Sonntag mit auf der Autobahn und bin ein ganzes Stück mitgefahren, habe auch die ein oder andere gefährliche Situation erlebt. Ich kann immer wieder nur an die Lkw-Fahrer besonders appellieren, dass sie sich im Augenblick an die Weisungen der Verkehrsbehörde halten. Das heißt also, Fahrzeuge über 3,5 Tonnen dürfen nur den rechten Fahrstreifen benutzen. Und dass man doch bitte, bitte auf unsere Räume und Streufahrzeuge achtet, keine riskanten Überholvorgänge vornimmt. Ich musste mir das leider am Sonntag selber angucken, weil wir wollen doch bitte alle gesund hier durch die Zeit kommen. Herr Klöpfel, vielen herzlichen Dank. Ihnen noch gutes Durchhalten. Und letztendlich kann man sagen, alle unnötigen Autofahrten sollte man im Moment einfach vermeiden, das Auto stehen lassen und am allerbesten zu Hause bleiben, wenn es nicht anders geht. Da ist es sowieso am wärmsten. Vielen Dank, Anna nach Baunatal. Ja, und das Schneechaos in Nordhessen ist heute auch Thema in unserem Hessenschau-Extra um 20.15 Uhr hier im hr-Fernsehen direkt nach der Tagesschau. Also auf der einen Seite großes Chaos wegen Schnee und Eis. Das war kein Spaß, und wer nicht mit dem Auto vorwärts kam, hat sich eben zum Beispiel auf Skier geschwungen. Ja, und um Ski zu fahren, musste man im Norden nicht erst auf die Piste gehen. Das ging auf der Straße, und Hessen ist ja wettertechnisch gerade zweigeteilt. Im Norden Schnee, weiter unten noch Hochwasser. Einige haben das Beste aus der Situation gemacht und sich einfach nur drüber gefreut. Man nehme jede Menge Neuschnee, einen zotteligen Vierbeiner und kombiniere das Ganze mit einer epischen Musik. Das Ergebnis beeindruckend. Genauso wie dieses waghalsige Manöver, aber bleiben wir erstmal im Schnee.
Der plötzliche Wintereinbruch in Hessen mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt, er hat nicht nur seine schlechten Seiten. Vor allem im Norden wurden bei über 20 cm Neuschnee die Straßen spontan zur Langlaufloipe umfunktioniert oder so wie hier in Kassel sogar für eine Art alpine Abfahrt genutzt. Ich hatte ja gestern auch Geburtstag und mein Vater kam zu Besuch auf einen Kaffee ans Küchenfenster. Da haben wir uns so ein bisschen unterhalten und da sind wir drauf gekommen, ja Mensch, so ein geiles Schneewetter und alle Skipisten sind zu. Habe ich gesagt, ja, was sollen wir da lange rummeckern? Raus mit den Skiern, haben wir hier genug Pistenkilometer. Heute fährt eh kein Auto. Ja, war ein bisschen Beinarbeit, aber hat sich gelohnt. War ein total geiler Geburtstag. Der beste, den ich bis jetzt hatte. Die Eishallen wegen Corona geschlossen und die Seen noch nicht gefroren. Macht nichts, dachte sich Stefanie Merschot aus Schwalmtal im Vogelsberg. Also das habe ich vorher noch nie gemacht und noch nie ausprobiert. Und im Bekanntenkreis waren wir uns auch einig, dass wir uns nicht erinnern können, dass das überhaupt schon mal möglich war, auf der Straße Schlittschuh zu fahren. Die Anfänge zwar noch ein bisschen holprig, aber... Wenn ich noch ein bisschen übe, geht's. In der Wetterau gibt es momentan mehr als genug Wasser und das befindet sich noch in seinem ursprünglichen Zustand. Für hr1-Moderatorin Simone Reuthal die Chance zum Querfeldein Wakeboarden. Wir haben schon immer gedacht, Mensch, gerade bei uns hier hinten in Nidderau sind die Auen doch echt oft geflutet, mehrfach im Jahr. Eigentlich genau das Richtige, um mal dort Wasserski bzw. Wakeboard zu fahren. Und am Wochenende war es einfach soweit. Ein Kumpel von uns, der hatte auch die Idee gesagt, jetzt müssen wir es einfach ausprobieren. Meine Güte, was kann schon passieren? Es war richtig kalt, aber es hat richtig viel Spaß gemacht. Und mit Blick auf die Wettervorhersage könnte hier bald Hessens größte Eisbahn entstehen. Ja, das sieht jedenfalls nach Spaß aus. 2,3 Milliarden Euro neue Schulden musste Hessen 2020 aufnehmen. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Martin. Weniger Steuereinnahmen, dafür mehr Ausgaben für die Pandemie. Das ist ein Dilemma, mit dem auch der hessische Finanzminister Michael Boddenberg zu kämpfen hat. Den Haushaltsabschluss für 2020 hat er heute im Wiesbadener Landtag vorgestellt. Die Corona-Pandemie treffe den hessischen Haushalt zwar hart, aber er halte diesen Belastungen stand, so das Fazit von Finanzminister Michael Boddenberg. Und er will Zuversicht verbreiten. Die wirtschaftlichen Prognosen für das letzte Jahr hätten düsterer ausgesehen, als es am Ende dann tatsächlich gekommen sei. Trotzdem musste er im letzten Jahr eine Rekordsumme von 2,3 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Wie sollen diese getilgt werden? Also ganz sicher keine Steuererhöhung, nicht nur nicht jetzt und auch in Zukunft nicht, weil ich glaube, dass das der falscheste Weg ist, den man einschlagen kann. Wir brauchen einen starken Mittelstand, wir brauchen Unternehmen, die ihre Gewinne thesaurieren, das heißt im Unternehmen behalten können. Wir sehen es ja gerade, dass Eigenkapital halt auch in schwierigen Zeiten gebraucht wird. Die enormen Schulden der Corona-Krise sollen in den nächsten 30 Jahren getilgt werden. Eigentlich sollten die Schüler der Jahrgänge 1 bis 6 nächsten Montag wieder starten. Jetzt teilt das Kultusministerium mit, dass sich die Öffnung der Schulen verschiebt. Der jetzige Fahrplan sieht Folgendes vor. Die Jahrgangsstufen ab Klasse 7, mit Ausnahme der Abschlussklassen, verbleiben voraussichtlich bis auf Weiteres im Distanzunterricht. Die Jahrgangsstufen 1 bis 6 sollen ab dem 22. Februar im Wechselmodell unterrichtet werden. Ob Tage- oder wochenweiser Wechsel, darüber sollen die Schulen selbst entscheiden. Im Wochenendausflugsgebiet am Innheidener See am Rande der Wetterau steht seit fast 2 Wochen das Hochwasser. Da das Wasser nicht abfließen kann, sind an die 10 Häuser überschwemmt. Nun hat die Stadt Hungen das technische Hilfswerk beauftragt, Wasser abzupumpen. Dazu wird zuerst Wasser aus dem benachbarten Riedbach abgepumpt, damit dessen Wasser unter den Pegel des Innheidener Sees fällt. Dann erst kann das Seewasser in den Bach geleitet werden. Bis die Menschen wieder zurück in ihre Häuser am See können, wird es wohl noch Tage dauern.
Nächsten Monat ist Kommunalwahl in Hessen. Seit einer Woche können wir schon per Briefwahl wählen. Ja, und bei der Kommunalwahl ist einiges anders. Da kann der Wahlzettel schon mal locker so groß sein wie ein Tischtuch. Und wir müssen uns mit den Begriffen kumulieren und panaschieren auseinandersetzen. Und wie bei jeder Kommunalwahl die große Frage, wie läuft das eigentlich nochmal? Seit 20 Jahren kennen wir sie, diese großen Zettel zum Wählen. Haben sich die Leute dran gewöhnt? Wissen sie, wie man kumuliert und panaschiert? In Wiesbaden höre ich mich um. Was heißt eigentlich kumulieren? Sie können es mir auch gerne mit einem Stift zeigen. Panaschieren und kumulieren. Nee, kumulieren erstmal. Kumulieren. Mein Mann weiß das. Kumulieren heißt Zusammenziehen von Stimmen. Ich begreife das auch nicht hundertprozentig mit dem Panaschieren. Und wie heißt das andere? Kumulieren. Kumulieren. Deklarieren, panieren, alles. Also kumulieren heißt, Sie können mehrere Stimmen auf eine Person konzentrieren. Panaschieren ist, was war ein Panaschieren wieder? Wenn Sie mehrere Listen auswählen können, glaube ich. Da setze ich mich vorher erstmal gemütlich zu Hause hin, breite das auf dem Tisch aus und gucke mir es mal genau und in Ruhe an. Da sind so viele Leute drin. Wir machen wahrscheinlich Briefwahl. Ah, okay. Da müssen Sie auch zu Hause. Ja, klar, aber dann hat man mehr Muße. Und theoretisch können Sie ja kumulieren und panaschieren. Ja. Das werden Sie machen. Kumulieren. Kumulieren. Aber nur an einer Stelle oder an mehreren Stellen? Wahrscheinlich nur an einer Stelle. Das überfordert mich ehrlich gesagt, so eine Riesenliste. Aber rein theoretisch könnten Sie es ja einfach machen. Wenn Sie es einfach machen wollen, was könnten Sie machen? Genau so würde ich das nämlich auch machen. Eine Partei und die Partei kriegt von mir alle Kreuzchen. Das gibt es ja seit 20 Jahren. Hat sich das bewährt sozusagen? Sie haben ja jetzt ein bisschen Erfahrung. Also ich finde schon, gerade für Städte und für Sachen, da lohnt sich das schon genau hinzugucken. Kennt man den, hat man von dem schon was gehört? Die Bilanz meiner Umfrage: ausbaufähig. Kumulieren und panaschieren haben viele schon mal gehört und bringen es doch oft noch durcheinander. So wählt man. Es gibt also Klärungsbedarf, ist ja auch gar nicht so einfach. Und damit Sie beim Ausfüllen Ihres Wahlzettels nichts falsch machen, erklären wir Ihnen, wie es funktioniert mit dem Kumulieren und Panaschieren. Wie viele Stimmen habe ich? Jeder Wähler hat so viele Stimmen wie Sitze in der Gemeindevertretung oder der Stadtverordnetenversammlung zu vergeben sind. In diesem Beispiel sind es 6 Sitze, also 6 Kreuze. Diese können frei verteilt werden. Das Maximum pro Kandidat sind aber immer 3 Stimmen, weniger geht auch. Werden mehr Stimmen als die Gesamtzahl der erlaubten Kreuze verteilt, wird der Wahlzettel ungültig. Was bedeutet Stimmen kumulieren? Wer gezielt bestimmte Kandidaten unterstützen will, die etwa weiter hinten auf den jeweiligen Listen stehen, kann ihnen mehr als ein Kreuz geben. Bis zu 3 Kreuzchen pro Bewerber sind erlaubt. Das nennt man kumulieren. Was bedeutet Stimmen panaschieren? Es bedeutet, die Stimmen in den verschiedenen Listen zu verteilen. Man kann sich also seine Lieblingskandidaten auch aus mehreren Parteien herauspicken und diese Bewerber wählen. Das nennt man panaschieren. Wer nicht kumulieren und panaschieren will, kann einfach ein Kreuz einer Liste geben. Dabei können einzelne Kandidaten gestrichen werden. Die jetzt verbleibenden Kreuze werden entweder in der Liste verrechnet oder der Wähler gibt sie anderen. Sie können aber alle Verfahren miteinander kombinieren. Das seit 2001 geltende Verfahren bietet Wahlvielfalt und ist für die Kandidaten gerechter. Und jetzt gibt's noch mal Nachrichten mit Martin und die starten mit den aktuellen Corona-Zahlen. In Hessen sind seit gestern 196 Neuinfektionen mit dem Coronavirus dem Robert-Koch-Institut gemeldet worden. Innerhalb desselben Zeitraums wurden 17 Menschen gemeldet, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Das heißt, in den vergangenen 7 Tagen hat das Robert-Koch-Institut 5.042 Fälle von Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Das sind 798 weniger als vor einer Woche. Als akut infiziert gelten derzeit etwa 14.300 Menschen. In einer Klinik in Bad Wildungen im Kreis Waldeck-Frankenberg haben sich die beiden Geschäftsführer gegen Corona impfen lassen. Und das, obwohl sie nicht zum Kreis der Berechtigten gehörten.
Das hat die Klinik dem HR bestätigt. Insgesamt hatte die Klinik vergangene Woche 120 Impfdosen erhalten. Gedacht waren sie für das medizinische und pflegerische Personal. Die Klinik prüft nun auch personalrechtliche Konsequenzen. Die erstmals in Großbritannien nachgewiesene Mutante des Coronavirus hat im Main-Taunus-Kreis die Kraftfahrzeugzulassungsstelle lahmgelegt. Sie wurde bei 2 Mitarbeitern nachgewiesen. Bereits am Freitag war bei 15 Mitarbeitern des Amtes eine Infektion mit SARS-CoV-2 diagnostiziert worden. Das Straßenverkehrsamt und die zugehörige Kfz-Zulassung bleiben wohl deswegen bis mindestens Ende der Woche für den Besucherverkehr geschlossen. Und noch eine traurige Meldung in eigener Sache. Nach langer, schwerer Krankheit ist unser ehemaliger Kasseler Studioleiter Thorsten Peters verstorben. Er wurde nur 56 Jahre alt. Von 2002 an arbeitete Peters für den HR in Kassel als Reporter für Main-Tower und die Hessenschau. 2006 übernahm er die Studioleitung und die Moderation des Magazins Herkules. Und damit zurück zu dir, Julia. Dankeschön, Martin, für die Nachrichten. Seit einem Jahr sitzt die Familie Barelli mit ihrem Zirkus und damit auch den ganzen Tieren fest. Oben in Ernsthausen im Kreis Waldeck-Frankenberg. Seit einem Jahr keine Aufführungen mehr und das bedeutet keine Einnahmen. Aber die Kosten laufen trotzdem weiter. Die Tiere brauchen Futter, auch der Strom muss bezahlt werden. Das Schöne an dem Ganzen, die Menschen dort sind total hilfsbereit, aber das allein reicht nicht mehr. Langsam wird's wirklich eng für den Zirkus. Guck mal, hier ein Weihnachtsbaum. Die Zirkuskamele merken noch nichts von der Krise. Zweimal am Tag gibt's sogar ein Festmahl. Übrig gebliebene Tannenbäume, eine Spende von Händlern aus der Region. 30 Tiere, 19 Familienmitglieder, engste Mitarbeiter und die Zirkuswagen. Vor 13 Monaten sind sie in der ehemaligen Betonfabrik in Ernsthausen gestrandet. Seitdem ohne Einnahmen und Auftritte. Es gibt sicherlich viele Menschen auf dieser Welt, die es härter getroffen hat wie uns, gar keine Frage. Aber die Einnahmen, die wir momentan, von denen wir leben, das sind die Spenden. Es gab auch schon einige, die uns Futter gespendet haben und auch die eine oder andere Geldspende. Doch was wir selbst zum Leben brauchen, das ist eigentlich momentan Minimum. Für uns selber, was wir zum Essen brauchen und zum Leben. Sie tun alles für ihre Tiere, auch wenn sie hier in Gefangenschaft sind. Die Ausgaben immens, besonders für Futter und Strom. Allein die Energiekosten 1.000 Euro pro Woche. Für Kochen, Waschen, Wärmelampen und die Heizung. Dagegen stehen keine Zirkuseinnahmen. Die Barellis leben teilweise von Hartz IV und haben sich bereits von ersten Tieren getrennt. Wir haben schon Ponys verkauft, Kamele verkauft. Unsere Kinder, die bricht das Herz. Verstehen Sie was? Uns selber. Nur wir wissen, die Tiere sind in gute Hände gekommen. Dass wir schaffen tun. Nur noch mehr zu verkaufen. Nein, der Zirkus soll ja weiterleben. Der Zirkus soll ja weiter existieren. Fangen wir an, weiter zu verkaufen, dann verlieren wir ja alles. Für was haben wir dann unser Leben lang gearbeitet? Und zwar die ganze Zirkusfamilie gemeinsam. Das sind Seniorchef Harry Barelli und die Nachfolger Franz, Ramona und Timmy. Dazu kommen noch Partner und die Enkelkinder. Seit 8 Generationen reisen sie mit ihrem Zirkus durch ganz Deutschland. Normalerweise mindestens 20 Städte pro Jahr. Mit Artisten aus Russland, Spanien, Italien und Frankreich. Diese sind jedoch zu Beginn der Pandemie in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Seitdem arbeitet die Familie alleine daran, dass der Zirkus weiter besteht. Unser Leben ist, in der Manege zu stehen, zu reisen, den Menschen Freude zu bringen. So, und ja, jetzt müssen wir die Zeit, sage ich, einfach mal umkriegen. Pausen gönnt sich die Familie aber keine. Seit einem Jahr wird geschweißt, gehämmert und verziert. Denn Zirkusdirektor Timmy hat ein ganz klares Ziel. Also ich nutze jetzt die Zeit durch Corona, um mir den Zirkus zu bauen, den Zirkus meiner Träume. Und vielleicht sogar irgendwann mal der schönste Zirkus Europas zu sein. Ein Leben für den Zirkus. Trotz Krise wollen sie sich diesen Traum erhalten. Damit die Karawane weiterziehen kann. Mit dem Zirkus Barelli bald wieder durch ganz Deutschland. Die beiden hier hätten dieses Jahr beim Fastnachtsumzug bestimmt ihren großen Auftritt gehabt. Aber bevor es überhaupt dazu kommt, werden sie schon wieder eingelagert. Der Umzug ist abgesagt, klar, wegen Corona. Aber auf alles wollen die Karnevalsvereine nicht verzichten und haben sich Alternativen gesucht, auch wenn es die große Sause nicht ersetzen kann. Aber besser als gar nichts.
Oh Gott. Der große Auftritt in diesem Jahr nicht vor vollen Sälen. Nein, dieses Jahr, Sie wissen schon, ist alles anders. Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei. Allerdings treffen sie sich in diesem Jahr im Internet. Was man nicht alles macht, um die Fasenacht-Fans bei guter Laune zu halten. Die Erstürmung des Römers fällt zwar flach, dafür wird mal eben schnell aus dem Vereinslagerraum ein Studio gemacht. Es ist halt wirklich eine schwere Zeit, aber was soll man sagen? Lachen ist gesund. Also von daher, man muss auch lachen dürfen. Und während hier das neueste Video fürs Netz aufgenommen wird, verteilt das Kinderprinzenpaar in Frankfurt Geschenke. Normalerweise werden diese auf den Sitzungen überreicht. Heute also hier, mitten auf der Straße, im Regen. Macht das jetzt die Fasnacht wirklich schöner? Ein ganz klein wenig. Es fehlt uns furchtbar, aber nicht zu ändern. Es ist ganz schwierig, auch im Verein, dort bei den Mitgliedern, dieses kleine Feeling aufrechtzuerhalten. Fällt uns sehr schwer dieses Jahr. Fasnacht 2021 sieht halt so aus. Statt einem großen närrischen Hofstaat gibt es in diesem Jahr nur Mini-Audienzen für das Kinderprinzenpaar. Ich habe mir die Fasnacht schon anders vorgestellt, aber es ist halt so, wir können nichts dagegen machen. Ich bin froh, dass ich überhaupt sowas jetzt machen kann. Wir hoffen halt, dass es 2022 besser wird. Und diesen Narrenruf hier? Musik und Tanz und viel Humor, alle rufen nun im Chor. Gemeinsam und mit viel Radau ein dreifach donnerndes Frankfurt. Hello, Frankfurt, hello, Frankfurt, hello. Ja, hello. Diesen Ruf bekommen dann 2022 wohl auch mehr Leute zu hören. Vielleicht sogar er. Dieses Jahr wird Trump aber erst einmal im Keller verbringen. Wir werden ihn auf jeden Fall aufheben, weil so wie wir Trump kennen, wird er mit Sicherheit in irgendeiner Weise wieder auf der Bildfläche erscheinen. Und dann haben wir die Möglichkeit, ihn auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder mitlaufen zu lassen. Und dieses Motiv wird auch mitlaufen. Fasenacht-Fans freuen sich jedenfalls schon auf 2022. Und dieses Jahr, naja, reden wir mal nicht drüber. Auch das wird rumgehen. Ja, und rum ist jetzt auch unsere Zeit. Aber einer, der meldet sich später auf jeden Fall nochmal. Ja, um 21.45 Uhr, weil wir haben um 20.15 Uhr das Hessen Extra. Deswegen sind wir ein bisschen später dran mit der Hessenschau später. Tschüss. Tschüss.